unsere Defense stärken mit Holz. Bevor wir die Mühle bauen. Und ja, das da noch capture, damit wir Steine abbauen können. Ballista ist auch neu übrigens. Vorher gab es nämlich nur Tribuchets. Add remove ground floor. Ach, wir können sogar den Eingang wegnehmen. Ich schätze mal, wir können immer noch hier rumgehen, oder? Ja. Also es gibt hier kein direktes Endstück. Wir machen trotzdem hier... Nee, können wir nicht. Hier kein Tor reinmachen. Da ist das Haus im Weg. Also machen wir hier ein Tor rein. Weil bald ist auch wieder Nacht. Okay, euch beide nehme ich mal weg. Wobei, das bringt jetzt gerade eh nicht viel. Das Gute ist, sie kommen dann wieder durch die Wolfshöhle durch. So, Tor wird eingeklappt, sie spawnen. Kämpfen erstmal gegen die Wölfe. Während ich sie bereits behagen kann. Ja, und da spawnt auch der Alpha-Wolf. Okay, im Augenblick kommen sie zum Glück wirklich immer aus der Ecke. Ja, was ich jetzt mal dringend bräuchte. Nicht eine Taverne, sondern eine Bildersgilde. Dazu nehme ich aber erstmal das hier ein. Ja, und unsere Dinger sind voll. Wir sollen weitere Barns bauen. Also farmen. So, ihr könnt wieder Holz hacken. Das ist nämlich auch wichtig. So, der Turm ist voll. Jetzt
passen immer 9 Leute in einen Turm. So, ich habe 3 Arbeiter übrig. Das heißt, 2 packe ich in die Workers-Gilde. Errichte hier noch ein Haus. Ein Stone Quarry baue ich jetzt auch schon mal. Stein ist auch verdammt wichtig. So, man kann auch gleich die Mühle hier hinsetzen. So, und sollte weitere Leute ausbilden. Werde ich hier hinten mal etwas zumachen. Oh ja, und mein Mut, den müsste ich auch mal. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Dafür ist die Taverne da. Ich fange wirklich mal mit Märkten an. Sollte ich erst das Gebiet hier einnehmen für? Bei geringeres Mut heißt geringeres Spawnrate von unseren Arbeitern. Aber ich glaube, eine Taverne erstmal so hier in der Mitte zu errichten, ist effektiver. Und ja, den abzugraden, das würde einen Haufen Holz kosten, das wir noch nicht haben. So, dann können wir da 2 Arbeiter reinpacken und die bringen uns ordentlich Mut. Ja, 21 kriegen wir durch die Buildings und Cell Attractiveness und 15 verlieren wir durch die Population. Also ja, ein bisschen haben wir noch, bevor wir wieder auf Null sind. Na komm, baue ich mal die Palisade hier ein bisschen aus. Da kann ich nämlich Bogenschützen hier hochschicken. Kann noch 2 rekrutieren. Oh. Kann ich dich mit den Fernen löschen? Nein. Kannst du das bitte jetzt von der Seite bauen, dass du dich nicht gleich wieder einbaust? Dankeschön. Und ja, wir brauchen noch 2 Leute. Also ja, ich sollte das hier einnehmen.
Können wir nämlich hier? Nein. Häuser bauen. Nein, können wir jetzt gerade nicht. Nein, 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 ihr bleibt schon da oben. Oh, dieses Mal können sie von hier kommen. Das heißt, wir sollten jetzt in Military einen neuen Turm errichten. Das hier haben wir jetzt eingenommen. Okay, das heißt, wir brauchen... Ja, von mir aus. Hier mal zwei neue Hütten. Dann kommt hier eine Farm hin. Oh, und die Windmühle, die braucht ja auch einen Arbeiter. Okay. Das heißt, wir richten gleich noch ein Haus hier. Die Arbeiter mal losschicken. Military sollten wir hier auch zumachen. Wir könnten übrigens auch gleich Wood Walls errichten. Aber jetzt erstmal unsere Bogenschützen verlegen. Und da brauche ich auf jeden Fall genug Holz noch. Wir haben ja noch Zeit. So, jetzt wo die Windmühle läuft, laufen sollte, gibt es etwas mehr Nahrung, aber auch noch nicht so viel. Deswegen brauchen wir hier die Farm. Und wir kriegen jede Menge Stein rein, das ist gut. Das heißt, ich kann hier an der Stelle eine Fountain errichten. Und an der Fountain schon mal zwei Märkte. Oh, und das ist auch schön, im Gegensatz zur Demo. In der Demo sind nämlich die Tiere meistens rumgelaufen, wo sie wollten. So, ich kann zwei Leute hier reinschicken.
kann jetzt ein bisschen Stein nutzen. Und bei zwei meiner Gebäude, also zwei meiner Häuser, sie zu upgraden. So. Die Märkte produzieren jetzt auch Sandstone. Dadurch, dass ich sie beieinander gebaut habe, produzieren sie auch einen Bonus und ein bisschen Mut. Also wenn ich mehr Mut will, muss ich erstmal da upgraden. So, noch haben wir ein gutes Total Income. Du produzierst ja, glaube ich, nur... Keine Ahnung, wie viel du produzierst, aber ihr zwei, du 77 und du 77 und wir haben, glaube ich, sogar noch... Ach so, dass da oben zeigt, wie viel wir noch frei haben. Ja, ist okay. Ja, wir sollten auch ein bisschen unser Holz und unsere Zeit nutzen, um an den Stellen, wo wir zumachen können, zuzumachen. Ja, meine Builder-Skill ist dafür zuständig, Gebäude zu reparieren, wenn sie vom Gegner beschädigt wurden, und halt auch zu bauen, damit das nicht immer die freien Leute machen. So, sie rennen natürlich hier rum. Ich kann sie aber recht gut anschaden, was schon mal gut ist. Und meine Schwertkämpfer geben ihnen jetzt den Rest. Und ich habe keine Ahnung, wie viel der Tag jetzt eigentlich jetzt schon ist. Nur, dass wir noch einen Marktstand errichten sollten, um an noch mehr Geld zu kommen. Die zwei Sachen upgraden. Dich upgraden. Und ja, dafür brauchen wir noch etwas mehr Stein. Oh, diesmal kommen sie von da. Okay.
Und ja, was wir dann noch. Ah, hier ist eine Bar. Okay, das sind neue Gebäude, die ich noch nicht kenne. So, errichten wir mal eine. Und militärmäßig warten wir jetzt auf Holz. Und trainieren immer wieder so viel Archer, wie es geht. Jetzt sollten wir ordentlich mit Gold reinkriegen, nachdem ich die Goldmine abgegradet habe. Wir müssen ja gucken, dass wir die 40 Archer erreichen. Okay, wir können nur in Feldregionen. Was passiert eigentlich, wenn wir hier? Dann wird hier da oben errichtet, okay. Finden wir doch einfach mal heraus, ob unsere Arbeiter jetzt da durchkommen. Ein Gebäude braucht einen Arbeiter, ja. Ah, eine Bahn bringt 500. Hören Sie sogar Add One More Workplace. Was bringt das dann, Workplace hinzuzufügen? Nichts, sie ist einfach nur jetzt größer, bringt 750 insgesamt. Was kostet es, das hier abzugraden? 600, ah ja. Das könnte noch eine Weile dauern. Hier habe ich nochmal einen neuen. Mood ist low. Mhm. Das sollte den Mood ein bisschen wieder anheben.